Einen wunderschönen guten Tag. Das folgende Programm wird sicherlich nicht für jeden von euch etwas sein, aber ich persönlich höre mir ganz gerne einen Podcast an, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich gerade ein Videospiel spiele oder sowas. Deswegen hatte ich einfach mal Bock, das auch zu machen. Habe mir also meinen Cousin Herr Rudes rangeholt, den sicherlich einige von euch kennen, wie zum Beispiel aus dem letzten Video. Und wir reden einfach mal ein bisschen. Das war eine ganz spontane Sache. Wir haben uns einfach mal drauf eingelassen, was so geht. Und wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Ihr könnt uns gerne Feedback dalassen. Ihr dürft auch gerne negativ bewerten, wenn euch das gar nichts ist. Aber sagt uns bitte immer gerne, warum. Und nicht einfach nur, das ist scheiße. Ich hatte da Bock drauf, Herr Rudes hatte da Bock drauf und wir gucken mal, was daraus wird. Ein Link für den Download ist noch in der Videobeschreibung zu sehen. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr das mobil hören wollt. Und sagt uns gerne, was ihr euch wünscht oder auch nicht. Ich spiele das jetzt ab. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim ersten Podcast. Nee, Digga, du musst schon ernst bleiben. Okay, das ich bin eher super ernst. Hallo und herzlich willkommen beim ersten Podcast. Ja, das ist ein Work-in-Progress-Titel, würde ich sagen. Wir haben hier eine kleine Podcast-Operation am Laufen. Wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir ja gerne neue Dinge austesten. Und in der Beschreibung wird vermutlich ein MP3-Download sein und vielleicht haben wir das auch hingekriegt mit iTunes und so weiter und so fort. Ja, wir wollen mit dem Podcast auf Platz 1 der Charts. Der Charts, genau. Also kaufen fleißig, damit der Nummer 1 von Superstar da nicht hinkommt. Und hier die Bibi, die jetzt ihren Song rausbringt oder rausgebracht hat, hat sie ja schon rausgebracht. Wahrscheinlich, ey, den habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du den schon gesehen? Nee, noch gar nicht, war seltsam. Einleitende Worte wollte ich noch verlieren. Sagt uns, was ihr davon haltet, ob ihr das ab und zu mal wollt. Je nachdem, wie wir da Bock drauf haben, machen wir das auch öfter. Auch wenn euch das überhaupt nicht interessiert, ihr Assis. Es geht darum, dass wir mehr Traffic in den Kommentaren haben. Stößchen. Ja. Das hat sich ziemlich scheiße angehört. Da die es jetzt gesagt ist. Das ist unser Jingle. Ja. Vom Gas. Da die das jetzt, die das der hat gesagt ist, können wir jetzt sagen, dass wir die Kunstfiguren Robin Osterafo und wie heißt du nochmal? Eduardo Fernandes. Ah, okay. Sind. Und deswegen distanzieren wir uns als Privatpersonen von allem, was im Folgenden gesagt wird, würde ich sagen. Dann sind wir schön raus aus der Nummer. So. Kann uns keiner einen Strick drehen. Das ist Tolli. Also für mich, habe ich gedacht, ist heute das überwiegende Thema die Pickup-Szene, weil du da in letzter Zeit sehr begeistert bist. In letzter Zeit ist mein Leben. Das, ja, aber du kannst auch erstmal über Bibi ein bisschen sprechen, wenn du möchtest. Sie hat sehr große Zähne. Das ist alles, was ich über sie weiß. Ich glaube, sie schminkt sich, oder? Nee, gar nicht mal. Sie ist so eine Frau auf YouTube. Ja. Ja, genau. Comedy Flow. Pickup-Szene. Du hattest auf jeden Fall einen Gag auf Lager, mit dem können wir ja hier einleiten. Den habe ich vergessen. Den hast du vergessen. Das ist schon wieder völlig aus dem Flow raus. Okay. Gut. Pickup-Szene. Du bist begeisterter Freund von einem Kollegen auf YouTube, der Frauen klärt. Ja, gut. Das also gemein bekannt sollte man sich angesehen haben. Olli Schulz trifft auf Pickup und da geht's um Devil. Und Devil bleibt dran, also der nimmt Rückschläge in Kauf und wenn da so alle halbe Jahre mal ein Video von ihm kommt, da weiß man, er hatte mal Glück. Aber er gibt Tipps für Männer, die es halt nicht so leicht haben und ich hab's gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber es gibt zum Beispiel diese eine Situation, wo er... Wird das eigentlich geschnitten nachher? Nee, das wird nicht geschnitten. Du musst jetzt hier im Flow sein. Völlig nicht im Flow. Ich muss mir erstmal vor Augen rufen, was der überhaupt gemacht hat, weil ich habe den 2 Wochen nicht mehr geguckt. Mindestens. Ja. Ja, das ist dann wohl ein Punkt, an dem wir unser übliches Ritual des Hardtakes machen, um Warm-up zu können. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Wir hatten ein Kamerateam da. Ja. Und ich finde dieses Thema Pickup, das ist auch so aufgesetzt. Aber es ist ja noch ein Work in Progress. Wir können ja ein bisschen zwischen den Themen wandeln. Und es geht auch darum, ihr zockt doch gerade bestimmt LOL oder World of Warcraft. Geht es ja nicht darum, oder was sie sagen. Geht es darum, unsere Pokémon Stimme Go. Zu hören. Katsching. Oder Pokémon Go auf eurem Handy. Mhm. Wir hatten ein Kamerateam da und wichtig ist halt für Drehen, dass man sich warm upt. Und also ich finde, naja, die Sache ist ja, machen wir jetzt hier einen auf ironisch oder machen wir einen auf tot ernst? Ich würde die Sache durchziehen, aber die Sache ist ja schon durchgezogen im Kasten beim Kamerateam. Vielleicht können wir hier mehr Licht ins Dunkel bringen. Weiß ich nicht, ob die das bringen.
Also es wird so ein kleiner Film daraus entstehen, irgendwie von 10, 15, 20 Minuten. Okay, also da ist auch egal. Also auf jeden Fall auf dem Video wird man sehen, wie wir uns warm-upen. Und das habe ich vor einer Weile mal eingebracht, weil ich irgendwie nicht so ganz in Stimmung war, nicht so Bock hat, Leute anzusprechen, wie das halt bei uns drauf hin und wieder der Fall ist. Zieht er sich direkt aus, weil er gut gewarm-upt ist. Genau. Und da bin ich da auf dem Theaterplatz rumgehüpft und habe gesagt, ich muss mich warm-upen, sonst kann ich nicht reden. Das war der Clip, wo das Mikro aussah, wo ich gerade die Mädels ansprechen wollte und feststelle, dass ich keinen Ton habe. Ja, richtig. Ihr erinnert euch? Das genau, war in Quote Quest, genau. Korrekt. Und seitdem hat sich irgendwie dieses Warm-up so ein bisschen etabliert. Ich meine, klar, das hat schon irgendwie einen Zweck, sich davor ein bisschen einzureden, gerade in so Situationen, wie wenn man jetzt das Tischvideo, da kann man nicht einfach irgendwie 3 Tage zu Hause sitzen, sich dann mit jemandem am Tisch setzen und die geilsten Gags bringen, passiert nicht mehr. Man muss davor ein bisschen warm werden. Und ich habe das natürlich ein bisschen überzogen bei diesem Kamerateam, weil ich denke mir so, was wollen die? Ja, lass die mal verarschen. Falls ihr das hört, ihr zwei, ich habe mir euren Namen nicht gemerkt, aber wie ich die kenne, haben die eh kein Internet. Ja, genau. Glaube ich auch. Bist du jetzt gewarm-upt? Würdest du sagen, du bist gewarm-upt oder musst du noch ein bisschen Hardtack? Soll ich ein bisschen Hardtack? Ja, können wir noch ein bisschen Hardtack. Oh ja, der benimmt sich schlecht. Also was ihr jetzt nicht seht, das ist der Nachteil an einem Podcast-Format. Und das ist auch der Nachteil an einem Raum, der nur 1,50 hoch ist. Hier ist irgendwie blöd mit Springen. Hier ist schlecht mit Hardtack, aber trotzdem... Hört ihr das Hardtack? So, dann ist man nämlich direkt drin. Boah, Digi. Was übrigens auch gut ist, habe ich gehört, Essen im Podcasten. Ja. Oder generell, wenn man so ein Mikrofon am Mund hat, das ist immer sehr beliebt. Wir können ja auch so eine kleine ASMR-Sektion reinmachen. Ich esse jetzt ein Schokobrötchen. Oder wir machen das auch einfach nicht. Das entscheidet ein bisschen auch ihr. Das ist die Pilotfolge. Es ist noch durcheinander. Es ist einfach noch durcheinander und es wird Struktur kommen. Ihr könnt ja mal kommentieren. Wir lesen das wahrscheinlich nicht. Aber. Aber mal geheucheltes Interesse und geheuchelte Interaktion, Quatsch. Das kommt eigentlich gut. Aber nochmal, raus ist die Ironie. Jetzt wirklich, aber Bier ernst. Wir lesen es und wir lesen es gerne. So, zurück zur Story. Und da kam dieses Kamerateam, also wir müssen die jetzt so richtig schön veralbern, so, die wollen unseren Alltag filmen, wir benehmen uns so, wie wir uns nie benehmen. Natürlich, ich meine, das ist auch die einzig logische Schlussfolgerung. Ja. So. Und da kam ich halt so rüber und sage, was ich jetzt mache, ist egal, mach einfach mit. Ich hab da einen Plan. Und dann hatte der Typ halt die Kamera auf meine Nase gerichtet und ich meine so, boah, ich bin noch so ein bisschen ruhig, ich bin noch in diesem Interview-Mode und ich muss Leute ansprechen, muss ich ein bisschen Warm-up machen. Und da fing ich halt zuerst an zu auf dem Gehweg Hardtack zu tanzen. Hardtack, ja. Das fanden die auch nicht komisch. Die haben das wirklich sehr interessiert dann aufgenommen. Und so, okay, das scheint sein Warm-up zu sein. Das ist sein Ritual. Er macht immer Hardtack. Und danach sind wir halt in Park. In Weimar im Park. Und haben zu Hause gesagt, so komm, wir machen jetzt unser Warm-up-Ritual. Und die haben es halt, wie gesagt, noch nie gemacht. Und da halt ein bisschen hochgesprungen, Liegestütze gemacht. Und er muss halt dazu sagen, ich weiß nicht, ob man das neue Video schon spoilern darf. Nee. Darf man nicht, oder was? Es gibt halt ein Instagram-Foto davon. Also er macht Mario und ist sehr dick. Und das ist natürlich dann lustig, wenn er Vorwärtsrollen macht und so weiter. Und sie standen dann in ihrem Baum versteckt und so weiter und haben dann gefilmt, wie wir unser tägliches Ritual des Warm-ups durchführen und das eigentlich nur neben einem Pärchen, das auf dem Boden lag, total zum Hampelmann machen. Ja, wir haben wortwörtlich den Hampelmann gemacht, glaube ich. Bingo. Und die hatten dann eine Schildkröte. Mhm. Mhm. Voll geprankt, aber warm-upt euch mal. Besonders, wenn ihr Frauen ansprecht. Hashtag Pickup-Szene. Kreis geschlossen. Überleitungsmeister. Du hast noch irgendwas gesagt, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen. Der Jendrik, der ja vielleicht bisweilen hier mal als Gast beiwohnen wird, der, auf den bist du getroffen, der hatte nicht hier Interesse irgendwie, oder? Doch, aber der hat Probe. Okay. Interessant. Ja, also. Und der Devil, der... Das ist der kleine Nachteil, wir nehmen gerade mit dem Handy auf und vermutlich war das gerade wieder sehr übersteuert, weil mein Handy bei lauter Stärke kriegt das immer so ein bisschen Probleme und rattert dann so. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Also der Devil. Ja klar, also YouTube ist auf jeden Fall eine Videoplattform. Wie stehst du so allgemein? Neulich, da haben wir doch richtig gutes, das war so richtig Paradebeispiel, Push-Pull
Oder darf man darüber nicht reden? Ist das so ein Geheimnis, über das man nicht spricht als Mann? Also, So wie die Zauberkünstler, die ihre Tricks nicht verraten, ist das... Genau, so ist das. So ist das. Deshalb würde ich jetzt auch gerne abbrechen. Okay, wir lassen das, wir gehen jetzt. Gut. Push-Pull ist eine Sache, die mir in die Wiege gelegt ist einfach. Ich habe das im Blut, ich mache das gerne ohne weitere Intention dahinter. Es macht einfach Spaß, Leute zu beleidigen. Oder eine nette Sache zu sagen und die in eine Beleidigung zu drehen. Wie zum Beispiel, du siehst echt hübsch aus für einen Kerl. Junge. Oh, gleiche Idee. Wir sollten mal ein Ringteam aufmachen. Ja. Aber das ist eine weit verbreitete Taktik in der Pickup-Szene. Es ist in erster Linie, nö, aber nicht mal. Also in der Pickup-Szene wird das gelehrt, aber das ist eigentlich was man, wie du schon sagst, das ganz dynamisch macht. Aus Spaß, so abwechselnd, so... Fick dich, du geile Sau. Zum Beispiel. Eloquenz. Ja, aber ich will wirklich mal ein bisschen ernst zu bleiben. Also ja, okay. Das was ich am Pickup halt so eklig finde, ist halt irgendwie eine Gebrauchsanweisung für Step-by-Step Frau ins Bett. Ja. Und da habe ich an der Stelle jetzt gereimt. Ja. So, dass es mal anerkannt wird. Anerkannt. Und der Devil ist ja auch sehr erfolgreich damit. Eben, ja, naja, also definiere erfolgreich. Der Punkt ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine ganzen Körbe hochlädt. Es ist schon ziemlich weird, wie er allein auf Leute zugeht. Er läuft durch so eine Einkaufspassage und läuft halt hin und her. Und irgendwann guckt er halt auf und guckt so ein Mädel an, das schon seit 20 Sekunden sieht, wie er weird hin und her läuft. So. Und die hat dann natürlich Angst. Also hier, der will Werbung machen, bla. Nee, aber in der Sense, es gab halt diesen einen Fall, da hat er es geschafft, einen in ein Gespräch zu wickeln, sich auch die Nummer zu holen und meinte dann, hier, lass mal tanzen. Und sie meinte so, nee. Und auf offener Straße. Genau. Lass einfach mal tanzen. Lass mal, genau. Nice. Und er hat das untertitelt nicht mit, ich bin scheiße, sondern ich habe sie getestet, ob sie spontan ist. Sie hat den Test nicht bestanden. Nicht so. Man muss halt nur wissen, wie man es dreht. Schon. Ist aber auch immer so, ehrlich gesagt. Nee, und ich bin da jetzt trotzdem so ein Laie. Wie, also macht er auch so Anmachsprüche oder ist das eher immer nur so, wo ist die Post? Er hat die 100 schlechtesten Anmachsprüche gemacht. Mhm. Und die Mädels, die halt hängen geblieben sind, um ihm zu sagen, wie scheiße das ist, hat er dann gesagt, ja, zack, habe ich dich in Gespräch verwickelt. Geht scheinbar auch mit schlechten Anmachsprüchen, man muss es nur tun. Mhm. Ja. Aber wir machen hier genau genommen gerade Werbung. Ja, stimmt, wir machen gerade wirklich Werbung. Aber gut, wir sollen uns hier keinen Maulkorb geben. Wie gesagt, Pilotfolge, ich bin gekommen, wir haben noch nichts abgesprochen, wir machen das gerade mittendrin. Wo wir gerade von Anmachsprüchen sprechen. Das hat ja auch bei Gamescom auf. Wo wir schon seit einer Viertelstunde beim selben Thema sind. Wo der Gamescom auch super funktioniert. Deswegen bin ich da ja ein bisschen ein gebranntes Kind. Aber... Ja, das hat ja dann auch gar nicht so viel mit Anmachsprüchen zu tun. Ich habe das auch an anderer Stelle schon öfter mal erwähnt. Wer kann denn das überhaupt ernst nehmen, wenn man da irgendwie sagt, kennst du Shadow of the Colossus? Ist das eigentlich gut im Podcast? Kennst du Shadow of the Colossus? Wusstest du, dass es mein Penis ist, der besagten Schatten wirft? Das kann man doch nicht wirklich als... Also es ist eigentlich ein guter Eisbrecher, aber das kann man doch nicht irgendwie als ernsten Anmachspruch. Na, auf der Gamescom dürfte... Also das Wort Penis, also es dürft ihr schon bewusst sein, dass da eine sexuelle Konnotation dabei ist, aber was ihr klar sein dürfte, ist, dass du es nicht ernst meinen kannst, dass du nicht einer dieser ekelhaften Typen bist. Die würden das anders machen. Und hinzu kommt natürlich noch, wie, nicht nur was sagst du, sondern wie schaust du, wie hältst du dich, bla, also du hast dir sofort gegrinst. Ja. Und du bist ja auch nicht auf die Pelle gerückt. Du hattest ja nur das Mikrofon, das war der einzige Kontaktpunkt so. Da ist einfach klar, das ist kein ekelhafter, weirder Typ. So wie damals, als ich im Getränkemarkt in der Kasse stand und mich von hinten einer an mir gerochen hat und ich gucke, dass du so ein Alter... Und direkt an den Muff gefasst hast. Es war ihn. Also es war ein besoffener, es war ein männlicher Mensch, der hat scheinbar getrunken und hat an mir gerochen und scheinbar... Hat ihm das gefallen? Scheinbar ist er in eine Pfütze gefallen, denn es rann ihm Feuchtigkeit das Bein runter. Aber ist auch egal, ich habe nur heute wieder dran gedacht. Okay. Wie kommt eins zum anderen? Das ist der Unterschied zwischen einer netten Anmache und einer weniger netten Anmache. Ah, okay. Also wenn ich mit 14 in der Hose jemanden anrieche, ist das nicht so gut. Bingo. Würde Devil auch nicht. Nee, ich finde es so wichtig, dass da unterschieden wird. Und es gibt natürlich auch
man sagt das Gleiche, aber verhält sich anders. Keine Ahnung, rückt jemanden sofort auf die Pelle oder hat so eine Haltung von, ich will jetzt was. So, das ist sehr abstoßend. Gut, was übrigens eben nicht erwähnt wurde für alle, die nicht im Bilde sind, weil wir haben ja bestimmt auch den einen oder anderen Zuschauer, der nicht Bescheid weiß über die vergangenen Jahre. Auf der Gamescom 2013 gab es da so ein kleines Szenario mit Anmachsprüchen in Gaming-Variante, in der ich so getan habe, als wäre ich nur auf der Gamescom für die Bitches, Zitat Ende. Und bis heute hängt uns das so ein bisschen nach. Auch so ein bisschen kleines Insight. Bei den Rocket Beans konnte man sich ja teilweise bewerben. Wie hieß das Ganze? Talent at Rocket Beans oder so. Da habe ich mehrfach hingeschrieben und auch angerufen, war dann tatsächlich einmal vor Ort und habe gesagt, ja, wie ist denn das hier? Ihr antwortet irgendwie nicht auf meine Nachrichten und sagt nach dem Anruf immer, ich kümmere mich. Und ja, bis heute ist da nichts passiert. Das ist jetzt über ein Jahr her, dass ich da das erste Mal hingeschrieben habe, weil viele von euch auch meinten, ja, hier dies, das, Ananas. Guckt doch mal, Rocket Beans, das passt doch thematisch voll zu euch. Dieses Format, worum ging's da? Das war einfach nur so ein, ey, wir kommen mal vorbei und quatschen mal und gucken, ob es irgendwie... Die haben ja auch so einzelne Clips von anderen YouTubern. Kam das mit anderen YouTubern schon zurande? Das kam schon, ja. Tatsächlich. Und, ja, aber dann habe ich die starke Vermutung, weil ich das von David Hein erfahren habe, dass die das damals gar nicht cool fanden. Und genau. Ich glaube, dass das bis heute noch nachhängt. Auch der Florian Haider, dem viele ein Begriff sein werden wird, der hat auch mir über Twitter zukommen lassen, dass er das nicht cool fand, das Video damals. Aber auch da, also ich glaube, der war relativ offen, weil mit dem habe ich kurz geschrieben und meinte so, ja, hier, das ist viele Jahre her und Leute verändern sich und so. Der Heide hat über uns was gemacht, ne? Und hat dann, nee, wie war das? Nee, der hat getwittert irgendwie. Und der hat ja über diesen Leon Mascher-Vorfall gesprochen. Und meinte dann der Dreckstep von Nosferatu TV. Dreckstep ist jetzt auch nicht ein Wort von ihm, was man überbewerten soll. Der benennt sich auch selbst so. Aber so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Aber Dreckstep war schon bezogen auf die Gamescom-Sache? Nee, das war erstmal nur auf mich. Und dann habe ich ihm auf Twitter gefragt, hey Dreckstep, oh, das ist aber traurig jetzt. So, Emoticon. So, und ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen ironischer werden, damit das hier nicht das Nostera-Feedback ersetzt, weil wir sprechen ja hier gerade als nicht offene Leute, sondern als Kunstfiguren. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie mal Minderheiten beleidigen oder so. Oder sagen, dass Frauen nicht Auto fahren können. Ja, das ist unseren Zuhörern jetzt auch nichts Neues, glaube ich. Das stimmt, also wir müssen schon irgendwie interessante Fakten. Interessante Fakten? Ja. Frauen, scheiße. Worauf willst du gerade hinaus? Ich merke schon. Ja, das ist einfach nur eine Sache. Bis heute hängt die uns nach. Und, ja, mir hängt die nicht nach. Hängt dir nicht nach? Nee, du bist ja nicht so, weißt du, du bist nicht so am Nabel der Welt. Immer. Du kriegst dann diese Tweets immer nicht mit so. Ach so, das ist wie ein Stich in Herz. Du wurdest auch in den Knast. Ja, was das ist korrekt. Ja, und deswegen setze ich mich mit der ganzen Sache auch ein bisschen kritischer auseinander als manche andere vielleicht. Aber ich finde, man sollte jetzt nicht zu breit treten und die Lehre, die man daraus zieht, sollte auch nicht sein, man muss sich jetzt immer nur noch politisch korrekt gegenüber Minderheiten, wie jetzt zum Beispiel Frauen, verhalten. Also bei Minderheiten bezieht sich hier nicht auf die Menge der Personen auf der Welt, sondern auf den IQ, auf den Intelligenzquotienten. Ich finde es gerade im Kontext von Dialogen, die eine sexuelle Richtung haben, wie jetzt ein Flirt, ist auch die Prise Sexismus, was ganz Schönes. So. Man sagt halt, mein Penis ist da unten. Ja. Im Endeffekt. Ist das und du, so? Und du siehst so aus, als könntest du ihn haben. Im Endeffekt. Und das nicht, weil ich so gender neutral bin. Und ich finde, das sollte man jetzt sagen, hier, weil ich bei Gamescom einmal auf die Mütze bekommen habe, behandle ich Frauen jetzt wie Steine. Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Na bitte, kannst auch Paroli bieten, ich bin da ganz offen. Nee, ist schon okay. Jetzt neulich hatten wir so Grillabend und das war schön, Push-Pull. Das Lagerfeuer, ja, das funktioniert einfach. Weißt du, wenn man da sagt, hey, na... jetzt habe ich ja einen Krach gemacht, Entschuldigung. Hey, na,
Was habe ich denn gesagt? Ich habe so viele lustige Sachen an dem Abend gesagt. Mir fällt nicht eine ein. Na, du hast doch schon so, wie du reinkamst, meintest du doch schon irgendwas. Wie ich schon reinkam, meinte ich schon, ne? Du, schon wieder. Was soll denn das? Verpiss dich. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass das eine gute Sache ist. Und der schmale Grat, genau. Ja gut, das kommt auch ganz darauf an, wie hoch der Humor des anderen, vorzugsweise Weibchens ist. Aber sobald ich auf eine treffe, die sagt, hier, das Statement war jetzt sexistisch, weiß ich, muss ich jetzt auch nicht länger Zeit mit verbringen, ganz klar. Ja, das, und gerade als Student wird man häufig mit solchen engstirnigen Menschen auch, die sich irgendwie irgendwie besonders korrekt finden, konfrontiert. Da hast du mir die Sache auch so ein bisschen madig gemacht, als ich in diese Push-Pull-Sache und diese ganze Pick-up-Szene reingeführt wurde, weil das ist für mich gar nicht sowas, was sich auf Frauen alleine bezieht. Ich mache das ja auch so gerne. Ja. Also einfach im Umgang mit dem Mensch. Das sage ich ja. Ich deshalb, was du. Es ist ja, also Pickup ist ja wirklich mehr oder weniger diese Gebrauchsanweisung. Ja. Aber Männer, die klarkommen, kriegen das auch ohnehin. Die sind halt so. Hm. Ja, Selbstvertrauen. Deshalb sage ich, es ist ja nicht de facto was Schlechtes, aber es ist eher so ein Fake it till you make it. Hm. Also klar kommt man bei der einen oder anderen auch mit diesen Gebrauchsanweisungen an. Aber auch die wird irgendwie merken, das ist heiße Luft. Wahrscheinlich. In Japan gab es da auch mal so ein Ding. Es war so ein ganz berühmter Pickup-Typ, habe ich am Rande mitgekriegt. Der hat gesagt, hier in Japan sind die Frauen willig und so. Aber das war einfach so, weil die Mentalität da ganz eine andere ist. Und wenn du halt den offensiv auf die Pelle rückst, sind die einfach weiterhin höflich. Und er hat das halt so ein bisschen gezielt ausgenutzt und das dann so weitergegeben. Hier die asiatischen Frauen und so. Klappt das? Ja, also es suggeriert halt, dass es klappt, aber es ist einfach nur, weil die besonders höflich sind. Na, spätestens so. Wenn es dann zum Ausziehen kommt, sind die ja nicht höflich genug, sich selbst auszuziehen. Also, das ist ja eh nochmal ein ganz anderes Thema in Japan. Es zielt ja schon auf Sex ab. Ja. Das Ganze. Und natürlich kann man höflich mit die auf die Pelle rücken oder die in den Arm nehmen oder bla, aber irgendwann wird es dann eventuell nicht weitergehen. Also gerade Höflichkeit. Höflich in den Arm nehmen. Nee, aber. Eine höfliche Frau ist, glaube ich, nicht, also wenn die auch im Bett dann nur höflich ist, ist es eher so. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal über mich ergehen. Ich will nicht, dass er sauer ist. Bingo. So, ja. Das ist ja dann auch nicht so das Ziel eines jeden. Ich möchte ihn willkommen heißen. Mach dir also doch währenddessen so einen Tee. Das war halt, das habe ich vergessen zu sagen, das ist halt ein Amerikaner gewesen, der in Japan unterwegs war. So. Und das ist ja auch nochmal was anderes. Die sind ja dann. Also zumindest ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie sehr fröhlich sind, wenn es darum geht, Ausländer im eigenen Land zu begrüßen, weil du dann der Exot bist. Mhm. Sind viel, viel zu ernst hier, viel zu ernst. Jetzt hau doch mal deinen Karlauer von vorhin raus. Was war denn das? Da hat's doch so richtig irgendwie, den hebst du dir auf, hast du gesagt. Ja, wenn wir zum Thema kommen. Wir sind ja gerade bei einem völlig anderen Thema. Welches Thema war denn das so? Sag ich nicht. Na toll, das ist ja jetzt ungewiss. Nee, aber ich finde, auch das kann, das Interessante kann auch eine gute Sache sein, so. Weil du gerade sagst, diese asiatischen Frauen, hat er das zur Schau gestellt? Also hat er gesagt, guck mal, wie weit ich gehen kann? Er hat da, glaube ich, keine Live-Videos drüber. Ich habe es ja, wie gesagt, nur am Rand mitgekriegt. Okay. Er hat keine Live-Videos drüber gemacht, aber so erzählt hier, ne? Und Vorträge gehalten, wie die Frauen doch leicht zu haben sind und so. Ja gut, das finde ich aber fast auch schon wieder ein bisschen schmutzig, weil das hat nichts damit zu tun, dass beide davon profitieren. Mhm. Das stimmt. Deswegen war der ja auch in der Kritik. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Gab es dann auch so einen großen Aufschrei aus der Feministenriege. Gut, das ist auch wieder das Extrem, ne? Ja. Willst du darüber reden? Da können wir gleich hier die Schotten dicht machen, wenn wir jetzt das Thema anschneiden. Also. Werden wir direkt hier von iTunes weggeklagt. Ich persönlich lehne ja also gerne auch mal eine Feminismusdiskussion ab. Ähnliches gilt für Ernährung. Wie ernährst du dich und warum? Habe ich eine Meinung zu, ist aber wird auch nicht spannender. Aber gut, frag mich. Wie ernährst du dich denn? Ja, in der Regel esse ich Sachen. Sachen? Mhm. Okay, und achtest du darauf, was für Sachen das sind? Mhm. Bisweilen. Bisweilen, okay. Das ist mein neues Lieblingswort. Achtest du drauf, dass die nicht frauenverachtend sind, diese Sachen, oder... Was ist ein frauenverachtendes Essen? Na, eine Möhre.
Ich esse sehr gerne Möhren. Eine Appelkriebsch. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur themenübergreifend hier gerade. Nee, kein Ding, aber gerade da ging es letztens darum, dass man immer mit Schrägstrichen schreibt. So ihn, Schrägstrich ihr, sein, Schrägstrich e, und dass ich das völlig unnötig finde. Was ist denn aus Student X geworden? War das nicht so Sache? Na, weil man immer Studenten sagt und dann hat man eine maskuline Einbildung im Kopf. Ach so, oder so. Man denkt das, und deswegen sollte das Student X. Man muss jetzt sagen Studierende. Studierende, okay. Ist wirklich so. Okay. Das darf man jetzt nicht mehr Student sein. Ja, in den Kreisen bin ich ja nicht so, ne? Da muss ich mein Wie jetzt nochmal zum Thema Kommentare, wie interaktiv wird das der Podcast werden? Das wir können ja, wir reißen ja die meisten Themen auch gerade nur an und reden da nicht tief drüber. Wird das Volk darüber bestimmen, ob wir in Dinge tiefer reingehen und wie? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das muss eine klare Trennung zum Nostra Feedback geben. Deswegen werden wir nicht direkt auf Kommentare eingehen, würde ich sagen. Okay. Aber wenn die Leute jetzt sagen, dies sollten wir noch irgendwie mal vertiefen oder so, dann kann man das natürlich machen. Ja, das würde ich auch gerne machen, weil ich will immer kein Thema zu breit latschen, weil ich nicht weiß, vielleicht interessiert es gar nicht so viel. Zum anderen will ich auch nicht zu wenig erzählen, weil dann ist das Video nur angerissen. Wir haben jetzt sehr viel angerissen tatsächlich. Ja, es wird gerne Beispiel interaktiv auch, sein. Bitte? Nee, das spare ich mir. Also kriege ich es nicht elegant formuliert, weil ich wollte jetzt wieder themenübergreifend, so Pickup und so, und dann ist es aber wieder in einer Sache. Das ist so ein Kneifzang. Wolltest du die Zuschauer nicht eh noch was fragen? Was wollte ich? Ja, stimmt, wollte ich eh noch machen. Also ursprünglich mein Gedanken, ich wollte jetzt irgendwas so Richtung Minderjährige und Anreißen und Jungfräulichkeit und so, aber ich hab's das kriegt man nie elegant hin. Ja, schneller habe ich es nicht elegant verpackt bekommen. Aber frag doch jetzt erstmal die Zuschauer. Ich wollte doch noch eine Frage stellen. Also, um euch mal aufzuklären, wir haben da so eine richtig gute Sache, wie ihr eure Mitmenschen. Nein, das meine ich jetzt nicht. Du sollst die Zuschauer fragen. Ja. Die Frage, die du vorhin meintest, die du jetzt den Zuschauern stellen sollst. Habt ihr einen Freund? Ja, klären wir das jetzt auf, oder ist das auch, das ist auch so ein Zaubertrick-Ding, das oder? Das bleibt unser Zaubertrick. Unser Zauber. Okay. Ja, wir haben da so eine richtig gute Methode entwickelt, wie man Wingman ist für jemanden. Aber wir verraten sie euch nicht. Ja, also da müsst ihr schon alle bei iTunes das Ding hier kaufen. Assi, Alter. Also, Feministen. Nee, ist kein gutes Thema. Es ist ein gutes Thema, aber man muss sich auf jeden Fall sehr darauf konzentrieren und braucht auf jeden Fall auch eine Gegen... Also natürlich kann ich jetzt, wenn mir jeder nur zustimmt... Ich auch nur, ja, da sprichst du dich auch gleich in Rage, ne? Da machst du ja hier den Hitler. Nee, der Punkt ist, ich habe mich schon mal zugelassen, dass jemand über Feminismus redet und der hat dann fast geweint. Mit dir? Also wegen gegen dir? Gegen mich, ja, meinetwegen. Gegen dich hat er geweint? Meinetwegen, ja. Das ist wieder so die Scheiße, ne? Du willst eine sachliche Diskussion führen und die kommen mit ihren Emotionen an. Ja, genau. So ein Bullshit, Mann. Ja. Asozial. So ein Verhalten ist richtig scheiße. Also, ne. Zu Recht. Zurechnungsfähig. Danke, Amadeus. Bitteschön. Ja, also auch hier wieder gute Sache, Insider reinhauen, die zwei Leute verstehen und der Rest der Zuschauer schafft nicht, aber irgendwann klären wir euch bestimmt mal auf. Gut, dann doch Ernährung oder was? Struktur. Aber du redest auch sehr wenig. Erzähl mir mal von deinem schönsten Erlebnis der Woche. Mein schönstes Erlebnis der Woche? Erzähl mir was denn bei Björn. Was mache ich? Bei Björn, wie es da war. Bei Björn? Wer ist denn Björn? Ach, der Björn. Gott. Ja, ich war beim 1. Mai gewesen. In Erfurt. Und Erfurt ist schön. Erfurt ist wunderschön. Ich habe hier Leute getroffen in Weimar, die haben über Weimar gesagt, naja, wenigstens nicht so hässlich wie Erfurt. Bei Björn Höcke, Bernd. Aber es war total unspektakulär. Wir wurden mehrfach von der Polizei kontrolliert. Ich sah wahrscheinlich gewaltbereit aus mit meiner Klampfe in der Hand. Zweimal mussten wir Personalien abgeben. Und dann ist dieser Zug an, ich bin nicht Nazi, aber Heil Hitler Leuten, an also uns du warst, vorbeigelaufen. Du warst nicht in dieser Masse? Ich war nicht in dieser Masse. Okay. Und als sie dann vorbeigelaufen ist, haben die Polizisten uns auch, warum auch immer, verboten, uns ihnen anzuschließen. Okay. Und deswegen standen wir dann ein bisschen weiter weg, hinter einer Barrikade. Und haben dann diese Rede ein bisschen angehört, eine halbe Stunde oder so. Es war halt wirklich nicht weiter spektakulär. Ja, das ist wahr. Also man denkt immer,
ich bin da auch ein bisschen geblendet. Ich denke mal, ey, der Björn, der haut eine geile Scheiße nach der anderen raus. Diese ganzen Zitate, die man so kennt, wo man denkt, Alter, was für ein Scheiß. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist die größte Zeit seiner Rede ist ziemlich langweilig und nur die besten Sachen sind rausgeschnitten. Ja, es ist ja auch immer dasselbe, ne? Die anderen sind doof, die anderen sind doof. Das ist ja so ein bisschen das Wahlprogramm. Wählt uns, denn die anderen sind noch schlimmer. Ja, das ist ja ganz klar, dass sie die Alternativen, die sie so sind, eigentlich gar nicht wirklich bieten. Ja, er hat halt nicht eine Sache gesagt, so wir, dies, das, sondern immer nur, guck mal, was die anderen... Ist ja, aber das ist nicht wirklich spektakulär. Lass uns lieber über die Flüchtlinge reden. Das ist auch so ein gutes Thema. Nee, aber ich persönlich finde ja, also viele verstehen das falsch. Ich persönlich finde die Björn-Zitate größtenteils sehr, sehr witzig. Ja. Aber die bleiben natürlich scheiße. Ja, das ist auch so eine Sache. Da ist ja Humor und YouTube ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn wir uns zusammensetzen und Bandprobe machen und sagen, wir singen jetzt eine B-Seite von den Ärzten, die da heißt Arisches Kind und YouTube sperrt das in Deutschland. Haben sie? Ja, das ist... Stimmt. Ich glaube sogar weltweit mittlerweile. Dann ist es einfach, das ist einfach humorbefreit. Hört euch dieses Lied doch mal an. Ja, also ich weiß nicht... Arisches Kind ist ein Lied von Lancer. Wir machen ja eh Werbung in alle Richtungen. Lancer ist die Band von Devil. wenn man das Lied hört und sich vorstellt, dass das Leute ernst meinen, dann kann man einfach nur lachen. Das ist einfach nur witzig. Dieses Lied ist so überzogen, dass es wirklich einfach ein Lied von den Ärzten sein könnte, die sich darüber lustig machen. Aber dem ist nicht so. Und das macht es für mich noch viel lustiger. Deswegen Arisches Kind. Super witzig. Ja, das ist so eine Humorgrenze, die irgendwie immer noch existiert. Dieses, es ist sehr böse, es ist, man darf keine Witze machen, die sagen, es ist witzig. Ich glaube, genau deswegen, und da habe ich auch noch eine andere These, die ich hier direkt ja, raushauen kann, wegen solchen Sachen, dass du damit nicht so umgehen kannst, aktuell noch, gibt es das Problem, dass die Leute sich so, ich bin kein Nazi, aber so dieses, weißt du, und das muss man doch nochmal sagen dürfen und so. Wenn damit irgendwie offener umgegangen werden würde, dann wäre das, glaube ich, viel entspannter. Wie auch, eine andere Sache, die ich noch anfügen wollte, dieses Sie, was wir in Deutschland haben, ja. Englische Sprache hat ja nur You, ob du die Leute kennst oder nicht, und wir haben dieses Sie. Und alleine das sprachlich, ja, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, grenzt dich in deinem Denken so ein bisschen ein. Weil du dann anders mit Leuten umgehst, einfach weil du sie als ein Sie bezeichnest und nicht als ein Du. Ein Respektgefälle schaffst. Findest du das schlecht? Weil ich finde, das ist eigentlich was man sich teils auch wirklich erhalten könnte. Ich sag nicht, dass man es abschaffen soll. Ich glaube nur, dass das Vor- und Nachteile hat. Vor- und Nachteile. Also ich persönlich finde es eine ganz schöne Sache, wenn ich zu jemandem aufblicke, ihn zu siezen und ab dem Moment, wo man dann auf Augenhöhe ist, zu sagen, du, ich denke, das gibt mir schon... Zumindest gefühlt, noch kann ich es nicht argumentativ. Ich sag ja nicht, Vorteil. Das ist nur, ich hab nur. Also, wenn irgendwie dein Chef, ja, wenn du im Englischen deinen Chef mit you ansprichst und im Deutschen deinen Chef, den du halt irgendwie nicht leiden kannst oder halt der irgendwie, wo du das Gefühl hast, dass der dich unterdrücken könnte oder sowas, oder dass er dir das Gefühl gibt, dass er das gerne macht oder einfach das genießt, über dir zu stehen, dass durch das sie einfach dieses Gefühl noch stärker wird. Kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ja gut, also es ist ja auch ein Schaffen der Distanz. Und das kann, klar, auch Vorteile haben. Schon wieder viel zu ernst aber hier, hochphilosophisch. Aber das kommt von, ja, wie hätten wir es denn gern, Prinzessin? Na, querbeet. Wir sind noch in der Findungsphase hier. Wir versuchen ja nun mal. Prinzessin Boah, jetzt, Toad. Toadstool. Die alte von Mario. Eine Franchise von Nintendo. Auch eine Franchise von Nintendo. Legend of Zelda. Du wolltest dazu was sagen. Ach so, na, es ging ja um die DLCs, die jetzt raus sind. Jetzt finde ich mein Gag selbst so gut. Naja, also ich wünsche mir keinen zweiten Teil. Du wünschst dir keinen zweiten Teil? Naja, erstmal nicht. Die können ja erstmal das Spiel so lasten, aber die können ja zur Oberwelt noch San Piero hinzufügen. Was? Das ist halt wieder so eine Sache, die keiner versteht. Du verstehst. Ja. Okay. Gut. Und um welches Spiel geht's ursprünglich? San Andreas 5. San Andreas 5. Scheiße. Oh, das gibt sich doch keiner, Alter. Das gibt sich keiner. Ja, was ist jetzt der Witz? Also. Hallo, dass man mal einen Patch nachliefern kann, wo es San Fierro gibt.
Das ist deine Phrase, die du im GTA 5 sagst. Das ist richtig, aber was hat das mit Zelda zu tun? Das verstehe ich nicht. Na, das wäre jetzt der Witz gewesen. Das ist egal. Ah, okay. Ja, Witze werden in der Regel witziger, wenn man sie erklärt. Bingo. Gut. Also, zu Zelda war nicht wirklich was zu sagen. Es war nur so. Ja, deshalb würde ich mich auch gerne in Zukunft wieder selbst lieben. Nee. Wenn du mich zu irgendeinem Thema liedest, was total scheiße ist, kann ich auch nichts dafür, dass es total scheiße ist. Okay, dann lieden wir doch zurück zum anderen Thema. Fühlst du dich auch fremd im eigenen Land? Ja, als Gast, nur zu Gast. Mhm. Zu Gast im Leben ist mein Motto. Mhm. Man kommt, man sagt Hallo und dann geht man auch wieder. Mhm. Man muss halt Englisch sprechen. Ja. Kann ich nicht. Spürst du die Islamisierung auch schon? Ich werde jeden Tag aufs Neue islamisiert. Ja. Ich finde, das ist kein Abendland mehr. Ja. Das ist komplett islamisiert. Da kommt einer, jeden Abend, islamisiert das. Ja. Also ich höre auch manchmal so Leute rufen, da denke ich auch schon, ziehen sie jetzt hier die Minarette hoch und dann ist wirklich anstrengend einfach. Ich habe auch schon richtig Zweifel, in welche Richtung ich meinen Teppich auslegen soll, ob jetzt nun Osten, Süden, Westen, Mekka. Eigentlich betet man eh in den Himmel, wenn man sich dann so eine Tangente vorstellt. Gibt's ja so ein Bild. Ja, zeig das den Leuten, den Zuschauern mal gerade eben. Nein, ich hab die Uhr geguckt. Ah, sorry. So, die Uhr sagt übrigens 36 Minuten. Haben wir schon, müssen wir noch? Nee, haben wir schon. Okay, haben wir schon. Nach 24 Minuten kriegen wir das gefüllt, oder was? Weiß ich nicht. Du musst aber, also wirklich, ich bin ja eigentlich nur in der Reaktion gerade. Du bist in der Reaktion, okay. Dann drehen wir das. Was beschäftigt dich denn gerade? Kryptographie. Interessant, okay. Islamisierung des Abendlandes. Ziemlich geiler Scheiß. Weißt du, man zerteilt den Klartext in zwei Hälften, rattert die eine Hälfte durch eine Funktion, die vom Schlüssel abhängt, XORt die mit dem linken und macht das ganz oft hintereinander. Und dann ist es nicht mehr von einem zufälligen Bitstring zu unterscheiden. Wow. Ja, okay, das sagt mir gar nichts. Gutes Thema. Willst du das noch ausführen, oder? Nee. Okay, dann fühlst du dich immer noch fremd. Gut. Was war noch so ein... Ach genau, der Syrier hat noch sein Syrien. Das ist so ein Björn Höcke-Zitat, finde ich sehr lustig. Weißt du, wie das Wort wörtlich geht? Der Syrer hat noch sein Syrien. Der Afghane hat noch sein Afghanistan. Aber wenn wir unser Land verlieren, dann jetzt noch sinngemäß haben wir gar nichts mehr. Ah, okay. Was halt witzig ist, weil wenn man sagt, in den aktuellen Zeiten, dass der Syrer noch sein Syrien hat, ist das einfach nur... Witzig. Also es ist eigentlich ultra fies, so, aber so. Aber wenn man natürlich bedenkt, wer das sagt, so eine Tröte wie Björn, der das nicht ganz rafft, ist es natürlich wieder witzig, weil... Man darf ihn nicht ernst nehmen, das ist der ganze Punkt. Wir dürfen eigentlich gar nicht so richtig, dürfen gar keine Seiten beziehen. Wir müssen so offen sein, weil sonst nehmen wir uns so, weißt du, wenn wir irgendwelche Interessengruppen so ausschließen oder irgendwie schlecht machen. Deshalb ist das nur meine Kunstfigur, die das gerade sagt. Ja, stimmt. Deswegen Zuschauer, ne? Das ist wichtig. Wer den Podcast nicht liebt, soll den Podcast verlassen. Bingo. Nee, aber... Ich finde, das ist ein Verständnisding. Es muss wirklich ordentlich erklärt werden, weil der Punkt ist inhaltlich natürlich völlig distanziert, aber der Zusammenhang, wer es sagt und wie er es sagt, ist eigentlich zum Brüllen. Ja, und man kann es eigentlich nur noch mit Humor nehmen, weil es ist eigentlich ziemlich traurig. Da kommen wir zu der Sache, die ich meinte. So, wenn man das irgendwie. Klar muss man es auch irgendwie ernst nehmen, aber wenn man sich darüber lustig macht, nimmt man ja quasi der Gegenseite den Ernst. Den Wind aus den Segeln. Und das ist ja genau das Richtige eigentlich. Genau, das ist eine mächtige Waffe, sich einfach drüber lustig zu machen. Aber fühlst du dich auch schon, hast du irgendwie so ein bisschen Angst, weil du hast ja jetzt auch ein bisschen dunklere Haut, wenn du irgendwie auf die Straße gehst, verfolgen dich die Blicke oder wie fühlt sich das für dich an? Nö, ich fühle mich inzwischen heimisch. Heimisch? Hast du dich breit gemacht? Vor 10 Jahren da mich hat mich die arische Rasse noch beäugt, aber inzwischen sind wir in der Überzahl. Ich merke das. Ja, jetzt ist mir direkt unangenehm, wenn du das so sagst. Ja, ich habe dich übrigens gerade ein bisschen islamisiert. Ja, ich kann mit meinen Wurzeln leider nicht irgendwie. Ich habe da nichts. Gar nichts? Nee, ich hab da nur immer Christel. Die teilen wir uns ja.
Ich hoffe, du hast... Oma, wir haben dich sehr lieb. Was hältst du von der Islamisierung des Abendlandes? Hast du hier erstmal den Leon zu dir nach Hause eingeladen? Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Also, wir haben die vertraut. Ältere Menschen, die haben immer so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Probleme mit Ironie und so. Deswegen, eigentlich müssen wir diesen Vodcast oder wie wir ihn nun nennen, für alte Menschen machen. Wie nennen wir ihn? Podunkst. Podunkst. Genau. Der Podunkst. So. Nee, also ja. Grundlegend baut die ganze Idee darauf auf, dass unsere Großmutter die Videos verfolgt. Mhm. Die versteht es immer falsch. Immer. Sie ist eigentlich... Lustigerweise kriege ich da nicht die Nachrichten, sondern halt Robin. Und jetzt kommt's. Was kommt's jetzt? Du wolltest gerade was sagen. Ja, also unsere ganze Online-Präsenz baut ja darauf auf, dass Oma Christel zuguckt. Mhm. Also alles, was wir machen, machen wir einfach für sie. Und naja, für ihre fast. Reaktion. Und da kommen halt eigentlich immer... Entweder ich fand das sehr gut oder wie kannst du nur so unehrenhaft sein, über die Schamlippen von Maria zu singen? Das war ein familieninterner Skandal. Wie kann ich es mir nur einbilden, über die jungfräuliche Vagina von Maria zu singen? Das geht ja gar nicht. Das ist wirklich pietätlos. Ja. Würdest du sowas machen? Mach mal lieber eine Ausbildung, lern mal was Ordentliches. Ist richtig. Und nein, ich habe bisher, glaube ich, noch nicht über Schamlippen gesungen. Oder was war das nochmal? Marias jungfräuliche Vagina. Mhm. Ihr Honigtopf, der Josef war nie da. Mhm. So. Aber da muss ich auch mal mich selber loben, einfach weil irgendwie, während Maria Amboss und Gott Hammer war, hielt Josef nur die Kamera. Das ist einfach ein Zitat für die Ewigkeit, würde ich sagen. Hatten die eigentlich nach Christi Geburt Sex? Nee, ich glaube nicht. Das kommt rein logisch nicht hin. Aber war da nicht das so ein Fehler in der Geschichte, dass irgendwie Jesus 7 vor Christus geboren ist, dass da sich verrechnet wurde? Davon weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das in 2000 Jahren verwischelt wird. Aber es ist witzig. Macht den, ich glaube, der ist auch irgendwie, gibt ja auch Leute, die sagen, der ist irgendwie im Sommer, kam der, hat seine Tour gemacht. Der ist eigentlich Stier und gar nicht. Ob Bibi nicht jetzt eine Tour macht? Bibi's Beauty Palace. Eine Tour. Jetzt, wenn sie ein Lieder macht, ob sie da eine Tour macht. Ist mir scheißegal. Thema YouTuber auf Tour. Es gibt in Weimar ein Open Air. Mhm. Und das ist jedes Jahr. Letztes Jahr war da gestört, aber geil. Max Giesinger. Oh. Max, das ist ziemlich witzig, weil Max Giesinger, der hat halt gesungen und es standen alle nur da und haben irgendwie ziemlich enttäuscht geguckt. Und der reibt sich gern an Hintern. Hab ich gehört. Ja. Wir gehen zu tief. Der Punkt, den ich sagen wollte... Aber Max Giesinger geht angeblich nicht zu tief. Stimmt. Also ja, wir wissen aus ziemlich sicherer Quelle, dass Max Giesinger... Also, wir wollen jetzt gar nicht von Max Giesinger reden, aber es gibt da einen Jungen, der hat mit einer Freundin von uns im Bett gelegen und der hat keinen großen Penis. Das ist unabhängig von Max Giesinger. Was ich sagen wollte, auf diesem Open Air war Max Giesinger, Stefanie Heinzmann, Florfiller Bühr, ist auch egal. Und dieses Jahr jetzt kommt Vincent Weiss und die Lochis live in Weimar. Ja, vielleicht kommt Schko dran ja dann zum Schuss bei den Lochis. Das wäre klasse. Die Karte kostet halt 20 bis 25 Euro, ne? Das ist super hart. Vielleicht könntest du als Journalist dort auftreten. Mhm. Auftreten auf der Bühne und dann... Nee, aber vielleicht Backstage. So. Nochmal zu letzten Jahr Nachtrag, Alter. Gestört, aber geil. Ja. Ich weiß nicht, wer die kennt. Aber... Gesprächsfluss. Ja, also ich weiß nicht, wer die kennt. Die machen Musik und ich habe irgendwie hingekriegt, die inzwischen zu feiern. Und die haben halt da aufgelegt und es war wirklich super Stimmung alles und... Ich bin dann halt einfach so zu gucken, ob es geht, Backstage. Und es ging. Man konnte die treffen. Und dann habe ich kurz Hallo gesagt, dass mir der Auftritt sehr gefallen hat, haben sich gefreut, haben noch ein Foto gemacht. Und wollte dann auch nicht weiter stören, andere wollten auch noch ein Foto und bin dann weg. Und dann meinte noch Spike zu mir, hier, nimm das mal mit, ist für dich. Und das war so eine Autogrammkarte. Und das war richtig nett, hatte ich eine Autogrammkarte von gestört, aber geil, dreh die um, ist kein Autogramm drauf. Liegt noch bei mir. So, und dieses Foto, was da gemacht wurde, hat ein Kameramann geschossen. Das wurde auch niemals irgendwo hochgeladen. Das heißt, ich habe weder ein Autogramm noch ein Foto. Das heißt wiederum, dass die Geschichte, die ich gerade erzähle, nicht belegbar ist und ich sie mir sowohl jetzt auch aus den Fingern gesaugt haben könnte.
witzige Sache. Gut, was ich davon mitgenommen habe, ist, einer dieser Menschen nennt sich Spike. Mhm. Also das untermauert ja mein vorurteilsbehaftetes Bild, was ich von diesen Menschen habe. Also ich will nicht sagen, dass es nicht untermauert sein sollte. Ich mag die, weil die ich die mag. Also, hab mal dein untermauertes Bild, ich sag da nichts gegen. Ah, okay. Aber die sind dieses Jahr nicht da. Vielleicht lerne ich die ja auch mal lieben. Ja, soll ich dir mein Lied vorspielen? Das machen wir dann später in der Werbeunterbrechung. Millionenfarben an dir dran. Menschen leben, tanzen, Welt. Genau. Fun Fact. Als wir in diese Wohnung hier gezogen sind, hatten wir noch kein Internet. Und ich habe gesagt, als wir so Radio gehört haben als Entertainment, hey, diese ganzen Lieder klingen alle irgendwie sehr ähnlich. Da sollte man mal eine Parodie von machen. Ein Lied, in der man sehr plakativ diese Phrasen drischt. Spulen wir vor 3 Monate später und Jan Böhmermann hat besagt, das Lied gemacht, ist mir zuvor gekommen. Auch das, wo wir gerade nicht von nicht belegbaren Geschichten sprechen, kann ich natürlich nicht belegen, außer durch Zeugenaussagen meiner Mitbewohner. Aber ja, schade. Im Geiste sind wir eins, Jan und ich. Wir hatten einfach dieselbe Idee. Nur ein Freund halt von mir hatte mal ein Profilbild, da war so eine Mutter und ein Kind und das Kind, die gucken sich ein Bild an, das Kind meint, I could have painted this. Ja. Und die Mutter sagt, but you didn't. Mommy said, but you didn't. Es scheint ein ziemlich kluger Mensch zu sein. Mhm. Definierst du eigentlich deinen Wert auch über die Größe deiner Ohrlöcher? Ja, und über 100 Kilo Bankdrücken. Ja, da wir ja über Frauen reden. 100 Kilo Bankdrücken, scheiße. Frauen kommen und gehen. Aber 100 Kilo Bankdrücken bleiben 100 Kilo Bankdrücken. Alles klar. Ja, Domestos. Was für ein Ding? Domestos. Was ist das? WC-Reiniger. Ah, okay. Welche Ohrlochgröße hast du mittlerweile? Oh, 7 von 9. 7 von 9? No. Ah, okay. 5 von 7. Hm. Would do again. Ja, auch das ist eine Beobachtung in Social Media, dass sich Leute darüber profilieren, wie groß denn ihre Löcher sind, ihre, wie heißt das, Tunnel und so, ne? Mhm. Tunnel und Septum oder? Oropax. Oropax, genau, wie groß die sind. Siehst du das am Horizont, das ist unser roter Faden? Ja. Wieso, geht der gerade weg? Oder? Ja, ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Vielleicht, das kann ja auch einfach Trademark sein von uns, dass wir keinen roten Faden haben. Weißt du, wenn die Leute das dann hier irgendwie hören, also, wenn, das ist ja auch so eine Sache. Wenn du mit einer Frau, ja? Hier, du machst den ganzen Schall. Wenn ich mit einer Frau? Wenn du mit einer Frau innerhalb von kürzester Zeit viele verschiedene Sachen und Orte abklapperst quasi, dann suggerierst du ihr, dass sie ganz viel erlebt hat mit dir, ganz viele verschiedene Sachen. Und dann steigert das die Bindung. Das ist auch nur so eine Sache, die ich am Rand mitgekriegt habe. Und wenn wir das einfach... Hast du das gehört oder hast du das erlebt? Das habe ich gehört. Okay. Und wenn wir das quasi in Podcast-Form machen, ja, überleg dir das mal. Das ist der Durchbruch. Einfach so innerhalb von einer Stunde so 20 Themengebiete, einmal quer so links, rechts, dies, das. Und die Leute denken, oh, ich habe hier gerade irgendwie Day in the Life miterlebt. Und das ist richtig hohe Bindung dann. Tatsächlich ist das, hat das psychologischen Hintergrund. Das habe ich, glaube ich, gelesen, dass wenn man einen Standpunkt hat und auf dem beharren will, sollte man in einem Dialog oder in einer Diskussion auch physikalisch den Standpunkt nicht wechseln. Wohingegen, wenn man ein dynamisches Gespräch mit vielen Betrachtungsweisen und neuen quasi Ideen haben möchte, ist es besser, wenn man spazieren geht oder so und viele neue Sachen sieht. Also so wie man sich physikalisch bewegt, bewegt man sich auch im Dialog. Das heißt, der nächste Podcast wird stattfinden, während wir irgendwo langlaufen. Das war auch mal eine uralte Idee, oder? Hatten wir das nicht? Ja. Dass wir irgendwie, genau, das war im Zusammenhang mit so einem Konstrukt bauen, irgendwas mit Notstromaggregat, ein Sofa, so eine Art Seifenkiste, mit der man durch die Stadt fahren kann und dann so Live-Feedback quasi so auf der Straße. Echt laut dann. Ja, das Notstromaggregat muss ja nicht an sein, das ist nur, wenn man zocken will. Ach so. Das war ja die Idee. Wenn man einmal so ein Gefährt hätte. Dann bräuchte man so Flugzeug-Mikro-Headsets. Die auch, wenn es laut ist, so Helikopter-Headsets. Ja. Die auch, wenn es laut sind, wenn es laut ist, sehr gut die Stimme übertragen. Und dann können wir damit podcasten. Das hat vielleicht echt Potenzial. Da können wir direkt ein Video so, mit dem, wenn wir eh schon so ein Tischding haben. So schön mit 110 über die A4. Ja. 120 in die Kurve rein, links die Bullen, rechts die Bullen. Der Hebel schläft neben mir. Ja, neulich wollten wir eigentlich hier mal Podcast machen, nicht Podcast, Feedback machen, Spezialfeedback über Scheiße-Bowing.
hat ja jeder in seiner Jugend mal ein bisschen Scheiße gebaut. Und da waren hier so alte Kollegen von mir da, mit denen ich früher sehr viel erlebt habe. Aber es kam nicht so ganz dazu. Vielleicht holen wir das mal nach, weil da gibt es noch ganz viele Geschichten, die man da mal auspacken kann. Andere Sache, die man auspacken kann im Zusammenhang mit Frauen. Blumen als Geschenke. Ist das so dein Ding? Selten. Äußerst selten. Äußerst selten. Weil bin ich tatsächlich zu schüchtern für. Ich habe immer so, nicht, dass die irgendwie die Farbe scheiße findet oder die Form oder bla und so weiter. Das ist auch total der blöde Gedanke, weil die meisten freuen sich einfach drüber. Zum anderen, man muss im Blumenladen latschen. Und ja, der Aufwand, ne? Das der Aufwand. Dann auch noch für nur eine Frau, ne? Nee, aber zum anderen, das sollte natürlich auch eine Besonderheit sein. Ich habe schon mitgekriegt, Frauen, die mögen Blumen wirklich. Also Wahnsinn. Das habe ich beobachtet. Empirische Werte habe ich studiert. Und ich kann sagen, also das gibt mir auch den besonderen Kick, weil mit Blumen kann man auch einfach so... Also ich habe da mal eine gemeinsame Freundin von uns. Für einen Videodreh hatte ich so Blumen dabei und habe ihr diese Blumen dann gegeben und meinte, hier, guck mal, ich habe sie ja zufällig auf der Straße getroffen, guck mal, ich habe dir Blumen mitgebracht. Dann habe ich die wieder weggenommen und habe gesagt, ja, sorry, ich habe dich nur verarscht, so, die sind halt für einen Videodreh. Und dann hast du so richtig das Licht in ihren Augen erlöschen sehen. Das war schön. Und das hat mir einfach was gegeben, das war gut. Du hast einfach den Lebenswille, ist ihr nochmal um auf Thema Gesicht Pick-up entwichen. Ja, aber in dem Kontext nochmal das Thema Pick-up. Ja. Wie man Frauen macht, dass die Loch geben. Man hängt sich einen Ring um den Hals, ja, schenkt ihn der Frau, dann gibt die Loch und dann nimmt man ihr wieder weg. Ja, das ist genau so ist es verlaufen. Das mit dem Ring ist tatsächlich auch noch so ein uraltes Ding. Prinz Sanji kennt vielleicht doch die einen oder anderen älteren Zuschauer unter euch, die auch definitiv noch wissen, was Schnee ist. Was Schnee, ach so. Ja, das gab es früher noch. Prinz Sanji von den Freeman Boys, der hat, was war das, sein Zweitritt-Viertkanal, irgend so ein Vlog-Ding. Da hat er auch mal so erzählt, so Pickup-mäßig, wie man das macht. Hat er seinen Experten dabei. Und er hatte tatsächlich so einen Ring an der Kette um den Hals und meinte, den gibt er dann immer den Frauen. Und dann sind die ganz begeistert und dann geben die Loch, Zitat Ende, und dann nimmt er den Ring wieder weg. Ja, nicht noch 5 Euro aufs Kopfkissen, sagt, hier, mehr bist du nicht wert. Und denkst du, das hat Potenzial so? Und dann kommt wieder rein, nimmt die 5 Euro wieder weg, sagt, hier ist für Speis und Trank. Ich finde, das hat Potenzial. Ja. Nee, ich finde, das zeigt auch, wie viel Wert... Die Werteverteilung. Ja. So, einfach. Gutes Ding. Ansonsten nähern wir uns langsam dem Ende. Wir haben jetzt hier 53 Minuten, wahrscheinlich sind es ein bisschen weniger, weil ich ja das ein bisschen Vorlauf hatte. Ja, stellt auf jeden Fall die langweiligen Parts raus, also auf 4 Minuten kommen. Wenigstens. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, hier wird nichts geschnitten. Das ist Sache der anderen Leute, die schneiden. Dafür ist die Videobearbeitung. Nee, aber liebe Fans, schneidet mal ein Best-of raus und tut das auf euren Kanal tun. Jetzt, wo Drachenlord nichts mehr macht und genau, ihr nichts mehr zu schneiden habt. Ich glaube nicht, dass sich die Drachenhater und unsere Fans krass überschneiden, aber... Doch, klar. Thema schneiden, macht das mal. Ich glaube, die Drachenhaters, die sind so unter uns. Das sind so Leute, da denkst du es gar nicht. Menschen wie du und ich. Ja, das ist ja... Die machen ein Lied über Pferd Blue. Ja. Und das Pferd Blue stirbt einen Tag später. Ich glaube wirklich, das wahre sind Begebenheit. Die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten. Onkel Olaf von nebenan und Tante Trutchen von drüben. Mhm. Und halt solche Leute. Und im nächsten Podcast reden wir darüber, warum in unserer Nostra-Gruppe fast nur Jungs sind. Darüber kann man wirklich mal reden. Ja, deshalb kündige ich es an. Ist es auch wegen dem Gamescom-Video oder was vermutest du? Und so damit als ersten Teaser. Es ist ja, wir können ja ruhig noch für 5 Minuten machen. Also so teasern, weißt du? Was ist denn jetzt los? Was ihr jetzt gerade nicht seht, er guckt gerade ganz eigenartig. Immer noch. Ich habe mal gehört, ich habe gerade gepupst. So. Ja gut, das weiß ich nicht. Das kann man dann kann man mal zurückspulen. Okay. Kleine These, warum das so sein könnte, nö. Nö. Müssen wir einschalten. Einfach nicht. Müssen wir einschalten, okay. Dann reden wir da auf jeden Fall das nächste Mal drüber. Sagt uns auf jeden Fall irgendetwas. Schreibt Feedback. Das war jetzt, wie gesagt, alles noch sehr spontan. Sagt uns,
Kann das sein, dass es so unangenehm riecht gerade? Siehst du, du kannst wieder riechen. Ja, das ist ja also die nächste Sache, die nicht so viele wissen. Ich kann ja eigentlich nicht so gut riechen. Und wenn ich dann mal was riechen kann, dann ist es immer etwas Unangenehmes. Das ist der Zauber des Robin. Ja. Da haben wir jetzt auch auf einer qualitativ hochwertigen Note diese Sache hier beendet, würde ich sagen. Wird auch so bleiben. Wird nicht besser, Kinder. Ja. Podcasten. Also wir haben uns jetzt euch mal das ganze Portfolio an Themen, die zu Rande kommen, präsentiert. Wenn auf was eingegangen werden soll, gerne. Wirklich gerne. Und gerne auch, ich höre gerne Gegenmeinung, ehrlich. Ja. Aber falls ihr disliked, und das versuche ich öfter zu kommunizieren in Zukunft, dann bitte immer schreiben, warum. Ich kann damit absolut leben, aber ich hätte dann gerne einfach Gründe gewusst, warum. Aber die disliken, werden wahrscheinlich gar nicht bis zu diesem Punkt gehört haben. Infolgedessen wollte ich noch sagen... Was wollte ich noch sagen? Genau, ich jetzt als persönliches Fazit würde mir, glaube ich, schon wünschen, dass es hier noch ein bisschen ironischer zugeht, vielleicht. Mhm. Einfach um es etwas klarer vom Nocera-Feedback zu trennen. Weil wir da teilweise schon ernsthaft und hochphilosophisch teilweise auf, also wenn mal gute Fragen kommen, antworten. Aber an sich ist das schon eine lustige Runde. Und wenn der Jentrik mal dazukommt, Da werden die Bälle gespielt. Oi, da werden wir sowas von an unseren Bällen rumspielen. Definitiv. Okay, abschließende Worte irgendwie. Pick-up. Gehst jetzt eine Frau checken? Wie sagt man da so? Ich geh jetzt hier. Einen Anruf tätigen. Du bist schon auf dem Level, du musst nur Anruf tätigen und schon ist fertig. Du musst gar nicht mehr sagen, hier, wo ist hier eine Post. Nee, man muss sich halt die Nummer dort klären und da muss man Anruf tätigen. Aber erst nach irgendwie... 3 Tage sind es ja auch nicht mehr, ne? 3 Tage? Jetzt, heutzutage. Jetzt, wo alle die 3-Tage-Regel kennen, sind es ja auch keine 3 Tage mehr, die man wartet. Wie war das denn jetzt? Man muss... Das hängt auch vom Stand des Mondes ab. Man muss zuerst auf jeden Fall Nummer holen, am Abend ein lustiges Bild schicken. Dann eine Weile... Einfach so ein LOL-Roffel, irgendein Meme-Bild. Vielleicht auch noch irgendwas, was nochmal anschließt an das, was geredet wurde. Ah, okay, ja. Ne? Dann muss man ein paar Tage warten, je nachdem, wo der Mond steht, so zwischen 2 und 4, auf keinen Fall 3. Und dann darf man sich wieder melden, weil wenn man sich vorher meldet, denkt sie, man hat nichts zu tun. Wenn man sich nachher meldet, hat sie einen vergessen. So war das nämlich. Ich glaube, diese 3-Tage-Regel kommt auch aus einer Zeit, da gab es noch kein Internet, so, weißt du? Da ist das alles nochmal ein bisschen anders gewesen. Heutzutage, das geht alles so schnell. Die scrollt da einmal durch einen Gag und hat irgendwie so ein lustiges Katzenbild gesehen. Und dann müsste schon wieder raus. Ja. Und dann sind quasi nur 1,5 Tage oben. Muss man wirklich aufpassen. Alles im Leben ist wie eine Rolltreppe, die man nach oben geht, die aber nach unten fährt. Solange man sich anstrengt, kommt man weiter. Bleibt man stehen, muss man von vorne anfangen. Oder wie mein Freund Spitten sagen würde, dieses Leben ist eins der härtesten. Und damit... verabschieden wir uns mit einem Podumcast. Vielleicht habt ihr auch noch einen besseren Namen oder uns fällt noch einer ein, aber Podumcast suggeriert halt noch ein bisschen mehr Ironie, ne? Ja. Muss sagen. Da dürfen wir eigentlich nicht, da müssen wir mehr so Flachwitze raushauen. Okay, machen wir das in Zukunft. Okay, das machen wir. Warte, ich kurz zum Draht. Das machen wir. Wirklich. Gut. An dieser Stelle einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch im weiteren Verlauf und eben jenens. Bewertet uns mit, was gibt's auf iTunes? 38 von 5 Glückskeksen. Genau. Ich weiß nicht mal, ob ich das hinkriege. Ich habe mir das noch überhaupt nicht angeguckt, labert mich nicht voll, was soll die Scheiße. Genau. Aber macht das. So ein Verhalten ist scheiße. Ich hoffe, man kann das einstellen, dass man es nicht wirklich kaufen muss, den Dreck. Nee, kein Geld, oder? Nee, kein Geld. Vielleicht 1 Cent. Nee, nicht mal. Ein Millicent, das machen wir. Das machen wir. Ja, dann bewertet uns mit 315 Körnern. Genau. Bei Herr Amselmann 69. Wer ist das? Das ist eine Amsel. Okay, ab jetzt wird's dünner. Die Luft hier wird dünner. Das hat andere Gründe. Wir beenden das jetzt. Wir beenden das. Jetzt kommt hier noch so ein quirky Outro. Irgendwas Creative vergiss Commons du, muss vergiss, sein. Vergiss du eh. Nee, schon irgendwie so ein Lied dran. So. Okay, dann machen wir jetzt unser Auto. Wir machen jetzt unser Auto. Gangschaltung. Nee, du singst jetzt einfach drüber. Dampf, 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 dampf,
das wird jetzt gerade lauter. Vielleicht hört man auch so schön. Jetzt tanzen. Und schreibt uns, falls ihr das wirklich mobil gehört habt, wo ihr das gehört habt. Und dann hört's.